fast wieder durchgedreht gerade. Ich wollte sagen ausgerastet, aber ausgerastet wäre zu viel. Durchgedreht ist schon humaner. Es war mir einfach so klar, ne? Es war mir so unfassbar klar. Ja, genau. Oh, ich bin online. Ups. Naja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir ohne Schaden hier durchgehen. Wie gesagt, man kann da einfach nichts machen, also... Das ist eine Wundertüte. Wenn man rechts langläuft, kommen die von rechts. Wenn man links langläuft, kommen die von links. Das ist wirklich komplett egal. In dem Moment nimmt man einfach Schaden und muss einfach akzeptieren. Ich habe so auf X gedrückt. Es frustriert mich einfach. Ich will einfach hohe Punktzahlen haben. Das ist aber nicht zu bewerkstelligen. Was soll ich dazu sagen? Die Kamera tut ja übrigens noch dazu. Das kommt noch dazu erschwerend. Ich bin ja seit eh und je ein riesiger Resident Evil-Fan, ein Capcom-Fan. Also die Kamera, mit der habe ich mich ja im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, gewöhnt. Aber gerade in dem Spiel, wo es doch so ein bisschen hektisch ist, ist sie doch ein bisschen nervig, die Kamera. Habe ich die Machete ausgewählt und benutze einfach nicht. Auch geil. Es war genau der Bereich. Die Leiter führt in das Giftgasgebiet. Um die Leiter hinabzusteigen, benötigst du eine Gasmaske. Gut, da schließt sich der Kreis. Flammball hatte ich jetzt leider nicht, von daher muss ich das so lösen. Aber doch funktioniert. So. Hallo? So. Ja, das habe ich mir ge... Mann! Was für eine Reichweite die auch einfach haben. Arsch. Danke. Ja, war klar, dass ich komme jetzt verschwindet. Ach, ist also frustrierend. Auch das noch. Zwei Überfluss, auch das noch. So, ich hoffe, dass jetzt die Plasmaknolle ordentlich funktioniert. Ey, was soll ich da machen? Was soll ich denn da bitte machen? Die Kamera wechselt, ich betrete ein neues Gebiet und der kommt einfach so reingesprungen. Ich weiß nicht, ob man da auch keinen Schadensbonus kriegt. Ich würde behaupten, ja. Was ich jetzt sehr interessant finde, ich habe einmal bekommen 5000, einmal 2500, einmal 4500. Vielleicht liegt das auch daran, wie oft man vom Allosaurus getroffen wird. Kann das sein, dass es gar keinen Schadensbonus gibt, sondern dass einfach
Ja, dieser Wert einfach ermittelt wird dadurch, wie oft man getroffen wird. Das ist von mir einfach nur Vermutung. Keine Ahnung. Ob da ein Funken Wahrheit hinterstecken könnte. Hinter dieser gewagten Theorie. Ja, komm, drei Stück. Dann nehme ich gerade den Flammenwerfer, komm. Ich habe ja viel Munition. Das hat ja schon mal gut funktioniert hier. Mit der Pistole war das sogar damals. Kletter auch bitte einfach hoch, Mann. Ich will auch die Kombo. Ich sag einfach nichts dazu jetzt. Ihr habt es gesehen. Wie er ihn einfach begutachtet hat beim Sprung. So richtig fasziniert. So. Ja, genau, guck den an, der unten ist. Genau, richtig. Das war jetzt sehr wichtig. 220? Was? So? Ist das vielleicht wegen Nahkampf? Dass man da ein Pünktchen mehr erhält? Wie viel Munition habe ich jetzt noch? Einen Schuss. Wow. Ja, ist eigentlich egal. Dann gehe ich erstmal hier rein. Mal gucken, was Neues im Angebot gibt. Shop, Waffen, nix. Heilung, Munition, Werkzeug, nix. Munition. Gut, das sollte eigentlich reichen für noch einige Allosaurier. Ja, Magazin, das ergibt ja nur dann Sinn, wenn man eine große Kapazität benötigt. Die benötigt man ja nicht, weil es ja an jeder Ecke gefühlt ein Speicherterminal. Von daher ist es eigentlich Blödsinn. Es kostet einfach nur so viel Geld. Wie verhält sich das denn bei den anderen Waffen mit dem Magazin? Gibt es da vielleicht mehr Sinn? Höchstens bei der Plasmakanone. Aber da müsste ja noch, wenn man sich das jetzt mal anguckt hier, dass man theoretisch plus 100 Schuss da kaufen kann. Was sollen da noch für Gegner kommen, bitte? Ja, ich meine, wir haben den Allosaurus schon. Der Allosaurus ist schon einer der gefährlichsten Fleischfresser. Oder, sagen wir, der bekanntesten. Was ist hier? 14.000, ey. 50 Schuss. Komm. Füllen wir auf 100. Scheiße. 150 auf. Bin ja Freund von geraden Zahlen. Oder ich sag mal, ein Freund von 5er Schritten immer. So. Entweder gerade Zahlen oder halt 5er Schritte. So, bei meinem Fernseher, wenn ich Lautstärke einstelle. Also entweder in 5er Schritten oder glatte Zahlen, also zum Beispiel 30, 40 oder so. Ja, oder meinetwegen auch 2er Schritte. Aber ungerade, ich darf keine 37. Also 5er Schritte ungerade ist okay, aber keine 37 und 39. Also das darf nicht sein. Das mag ich nicht. Da komme ich nicht mit zurecht. Komm. Ja, komm, wir sparen. Ich weiß sowieso nicht, was uns erwartet. Aber ich, ja. Jetzt gerade weiß ich es erst recht nicht. Anderthalb Stunden spielen wir schon. Plus ein Tod und nochmal ungefähr 10 Minuten Spielzeit. Gut. Dann sind wir wieder gut ausgerüstet und können den nächsten. Nein. Wir können aber mal gucken, wie groß der Bereich eigentlich sein wird. Oh. Ja gut, es sind mehrere Bereiche. Es ist aber, glaube ich, ein großer Bereich. Und das könnte nach Bosskampf riechen. Aber
Aber ich wüsste jetzt nicht, gegen wen war. Wie gesagt, Allosaurus wäre auch ein potenzieller Bosskampf, finde ich. Zumindest zum Einstieg. Aber ist ja nicht der Fall, von daher. Hallo? Okay. Aber stört auch nicht, dass mal kein Dinosaurier kommt. Eigentlich, muss ich mal sagen. Stört es mal nicht, wenn sie da sind. Stört auch nicht, wenn keiner kommt. Weil sonst ist ja wirklich sehr monoton alles. Hallo, Kompis. Der Körper weist überall Bissspuren auf. Er muss von einer ganzen Armee angefallen worden sein. Ja, kleine, feine, süße Kompis. Das hier war eigentlich der freie Eingangsbereich der Einrichtung. Doch jetzt hat die Vegetation des Dschungels alles verwuchert. Gut, da ihr schon so nah seid, kommt ihr in den Gen... Oh, nein. Nein, nein, nein. Da. Wow, wie weggeflogen ist. Ah, die Plasmakanone, die hat schon ihre Momente. So, das sind die Dilophosaurier. Man kennt sie aus Jurassic Park. Warum ist die Kombo jetzt... Oh, ey, bitte. Ich kann mich an die nicht erinnern, ne? Einfach so gar nicht. Lauf, lauf, lauf! Jawohl. Wow. Das ist aber dankbarer Gegner, muss ich sagen. Auch wenn die potenziell Gift versprühen können. Das ist Regina-Part. Ah, nein. Ich komme rein. Will ich hier rein? Gut, wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich den keinen Schadensbonus. Ich weiß, ich gehe euch damit wahrscheinlich auf den Sack, aber ich kann es nicht ändern. Es gehört halt dazu. Ah, es gibt ja nur den Bereich. Ja, es gibt ja nur den Bereich. Also die Tür quasi. Also. Nein, ist falsch. ID-Karte Forschungseinrichtung benutzen. Ah, ich hätte die noch mitnehmen können, die beiden. Na, ist egal. Wir haben ja schon 6000 Punkte, kann man nicht meckern. Warum ist das jetzt hier rot? Was ist das? Das elektronische Schloss ist aktiviert. Du brauchst die ID-Karte. Oh Gott. Das Efeu hat sich seinen Weg durch das Loch der Saurier durch das Loch? Durch das Loch der Saurier gebahnt. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Hm. Gut, ist das auch hier die Forschungskarte? Okay, was ist hier? Kann man da durchkrabbeln oder können da Gegner rauskommen? Der Luftschacht ist offen. Du kannst ihn von hier nicht bedienen. Ja, okay, da können Gegner durchkommen. Also so kleine halt, so Kompis. Gut, im ersten Teil haben die Kompis einen ja angegriffen. So, welche Möglichkeiten haben wir jetzt hier? Okay, das sind... Achso, da ist die Tür. Sah irgendwie so komisch alles aus. Stromversorgungsraum. Ah, das ist schon mal praktisch. Mit diesem Terminal kann man den Luftschacht bedienen. Möchtest du es benutzen? Ja. Ich denke mal, das kann nicht schaden, oder? Wenn wir den schließen. Ein Dinosaurier hat hier ein Nest gebaut. Man sollte ihn wohl nicht stören. Die Frage ist, was für einer sein könnte, weil die Eier sind gar nicht mal so klein.
Also der Ziraptor will ich jetzt einfach mal ausschließen, kategorisch. Die größte Eier kennen wir ja von Jurassic Park. Was ist hier? Was ist hier jetzt? Ja. Auch ein Luftschacht. Luftschacht ist offen, du kannst ihn von hier nicht bedienen. Okay. Hier wollte wohl jemand etwas reparieren. Es liegen noch alle Werkzeuge herum, aber er ist wohl nicht fertig geworden. Aufzeichnung der Forscher. Das Wiederherstellen des Zeittors ist mit den wenigen Instrumenten, die wir in dieser Welt haben, fast unmöglich. Das war heute hoffentlich unser letztes Experiment. Durch den Mangel an Ausrüstung konnten wir kaum weiterkommen und manche Tests nicht durchführen. Vor einer Woche sollte uns das Transportteam unter der Leitung von Lieutenant Wolf die Instrumente und Ausrüstung für das Experiment bringen. Sie sind nicht angekommen. Es muss etwas bei der Militäreinrichtung geschehen sein. Wir konnten noch immer keine Kommunikation mit ihnen aufnehmen. Wenn wir das Experiment immer noch weiterführen möchten, müssen wir zum Raketensilo auf der anderen Seite der Hängebrücke gehen. Die Brücke wurde jedoch im Kampf zerstört. Der einzige andere Weg dorthin führt durch die Giftzone im Dschungel. Unglücklicherweise ist es zu gefährlich, auch nur in die Nähe der Gegend zu gelangen. Okay. Und noch ein Bild angefügt. So. Ah, der hat... Ah, okay. Da gibt es quasi zwei Zugänge. Okay. Irgendwie erwartet einen hier gerade so gar nichts. Weiß nicht. Gut, hier können wir den Luftschacht wieder schließen. Wie gesagt, ich denke einfach mal, es hängt mit den Kompis zusammen, dass die Kompis dann angreifen. Aber das hier hat auch definitiv eine Bewandtnis. Aber was könnte es für einer sein? Also wenn es ein Fleischfresser ist, vielleicht ein Ceratosaurus oder ein Carnotaurus oder so, aber so große Eier. Ein Terminal des Doktors. Es hat keine Energie. So kann man nicht herausfinden, welche Daten hier gespeichert werden. Ist einfach keine Musik und gar nichts gerade, ne? Nimmst du ein kleines Medipack? Ja. 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 Nimm ich. Nimm ich. Cool. Das freut mich. So. Machen wir natürlich auch zu. Ein kleiner Dinosaurier liegt ganz vertrocknet im Inneren. Ach Gott, der Arme. Der Käfig ist verschlossen. Du kannst ihn nicht öffnen. Der Käfig ist nicht verschlossen. Aus einem unerklärlichen Grund liegt ein Metalllöffel im Inneren. Möchtest du den Käfig öffnen? Ja. Da ist noch etwas im Käfig. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Damals auch. Compsognathus. Ich hoffe, wie gesagt, ich spreche es richtig aus. Bedeutung, flinke Zähne. 1,20 Meter lang, 50 cm hoch. Beobachtungsbericht. Der Compsognathus hat den Spitznamen Compi bekommen. Sag ich doch. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten. Sag ich doch. Sie sind kleine Dinosaurier, die keine Bedrohung für Menschen darstellen. Außer in Vergessenen Welt Jurassic Park. Sie leben in Gruppen, innerhalb derer sie soziale Beziehungen eingehen. Als sie begannen, sich in der Forschungseinrichtung einzunisten, wurden sie schnell zu einer Plage. Sie verhalten sich ähnlich wie Vögel und wir spekulieren, dass sie entfernt mit ihnen verwandt sind. Sie werden besonders von kleinen, glitzernden Metallgegenständen angezogen, die sie dann auch in ihre Nester bringen. Dieses Verhalten hat jüngst zu Problemen in unserer Einrichtung geführt. Kampfhinweise. Es gibt keine wirklichen Hinweise, dass sie keinen direkten Schaden bei Menschen anrichten. Wir überlegen uns jedoch Maßnahmen, sie davon abzuhalten, kleine Objekte von den Soldaten zu stehlen. Im ersten Teil haben die Schaden angerichtet, ja. Durchaus. Ist ein offener Käfig, du kannst mit ihm kleine Tiere in die Falle locken. Aha, okay, okay. Werden wir dann wohl tun müssen. Mit diesen Luftschächten irgendwie. Es ist ein Klappbett. Ja, gut, dann haben wir das auch geklärt. Eine weitere Datei anscheinend. Oh, mal wieder ein Terminal. Es ist so krass, wie viele Terminals wir hier haben. Notizbuch des Forschers. Ein Bild. Vor kurzem haben viele der Jungs Gegenstände als verschwunden gemeldet. Besonders kleinere Gegenstände wie Handspiegel und Uhren. Neulich ist mir das auch mit meinem silbernen Anhänger passiert. Er ist verschwunden.
Es gibt Gerüchte, dass es das Werk eines kleinen Dinosauriers ist. Er hat einen wirklich komischen Namen wie Kompi oder so ähnlich. 3.4. Heute habe ich etwas Interessantes gehört. Krähen und manche anderen Vögel haben ein seltsames Verhalten, glitzernde Gegenstände einzusammeln. Es scheint, dass diese Kompis ein ähnliches Verhalten aufweisen. Wenn ich mir das jetzt so überlege, alle verschwundenen Gegenstände haben geglänzt. Es scheint, dass sie viele Gemeinsamkeiten mit Krähen haben. Vielleicht sind ja die Kompis ihre Urahnen. Wir konnten bisher noch keinen fangen, da sie sehr flink und wendig sind. Wenn wir ihr Verhalten ausnutzen, dann können wir vielleicht... 6.4. Wir haben einen Tierkäfig aus dem Labor benutzt und konnten so schließlich einen Kompi einfangen. Wir haben Allens Armband als Köder benutzt und den Kompi im Käfig gefangen. Die Möglichkeit, sie zu fangen, besteht darin, alle möglichen Fluchtwege zu verschließen. Ach, nee. Wenn es eine noch so kleine Lücke gibt, verschwinden sie und betreten den Käfig nicht. Wir werden diesen Käfig benutzen, um sie so schnell wie möglich los... Boah, Gott. Wir werden diesen Käfig benutzen und sie so schnell wie möglich loswerden. Die Raptoren, von denen die Kompis gefressen werden, toben in dieser Gegend herum und stellen für uns eine Gefahr dar. Kompis, was für eine Plage. Es dauert noch 2 Wochen, bis sich das Forschungspersonal nach Edward City begeben kann. Bis dahin müssen wir unser Bestes tun, um diese Einrichtung von Dinosauriern zu beschützen. Oh Gott. Auf dem Tisch liegen ein paar Proben und ein Mikroskop. Mit diesem Terminal, ja. So. Es gibt wahrscheinlich eine ziemlich krass hin und her Rennerei gleich, um die Kompis einzufangen. Ich dachte schon, das Spiel hätte sich einfach aufgehängt. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Mit dieser Karte wird Kombolänge angezeigt. Das ist doch ganz fein. Und das schöne Ding hier, wenn du diesen Körperanzug trägst, blutest du nach einem Angriff nicht mehr. Es ist beides extrem geil. Es ist beides extrem geil. Ich muss es einfach mal wiederholen, mit derselben Tonlage und allem. Gut. Hallo, ich möchte es kaufen, bitte. Ich möchte etwas verkaufen. Ja, dann kaufe ich mir gerade noch das da. Wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Und das da. So. Munition brauchen wir eher nach wie vor nicht. Speichern können wir aber tun.